Na, was sagst du jetzt? Dornröschen. Schneewittchen. Rumpelstilzchen. Kleider, Kleider, Kleider. Sieben auf einen Streich. Was soll mich das kümmern? Ich hab sie. Brüderchen. Guten Abend. Niemand kann in das Reich der Zauberin eindringen. Tischlein, deck dich. Wie habt ihr geschlafen? Ein Wolf. Und wer bist du? Heute regiere ich meine Puppen, morgen mein Volk. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja, komm mit mir. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Das ist meine Braut. Das ist die wahre Prinzessin. War's das? Nein, das war's noch lange nicht. Heiligabend ist ein besonderer Tag. Die Menschen sind milde und freigebig gestimmt. Ihr werdet diese Hölzer heute auf dem Markt verkaufen. Ist das klar? Schwefelhölzer! Kaufen Sie Schwefelhölzer! Schwefelhölzer! Unterstützen Sie das Weidenhaus! Ihr seid wohl auch den ganzen Tag draußen, wie? Mhm. Ich habe ein bisschen Tee für euch. Vielen Dank. Gern. Fröhliche Weihnachten. Schwefelhölzer! Kaufen Sie Schwefelhölzer! Wie viele Schwefelhölzer hast du verkauft? Kein einziges. Hier, nimm die und geh zurück ins Waisenhaus. Aber wenn du keine Groschen hast, bekommst du die Schläge. Schwefelhölzer! Bitte! Kaufen Sie Schwefelhölzer! Ich habe leider kein Geld. Da, wo ich herkomme, da braucht man keins. Was ist das für ein Ort? Jeder sieht ihn mit seinen eigenen Augen. Das klingt wundervoll. Hier? Oh. Nun, meine Tochter, was gab es diesmal für dich zu entdecken? Den schönsten Mann auf der Welt. Undine, Liebes, die Menschen sind uns nun mal fremd. Sie essen Fisch. Ich weiß einen Trank, der lässt deinen Fischschwanz schrumpfen und dir dort Beine wachsen wie den Menschenfrauen. Doch. An Land wirst du stumm sein, stumm wie ein Fisch. Da wäre noch etwas. Wenn der Prinz eine andere wählt, wird dein Leben enden. Du wirst zum Meeresschaum zerfallen und für alle Zeit auf dem ewigen Meer treiben. Mein Herz? Die Hochzeit findet statt so, wie ich das wünsche. Der König ist, braucht eine Frau. Mein Vater hat mir eine Braut bestimmt und übermorgen ist meine Hochzeit. Mein kleines Mädchen. Vertrau deiner Tochter doch. Sie ist ein besonderes Kind. Ein Glückskind ist geboren. Es ist ein Glückskind geboren. Es soll reich und berühmt werden. Es soll vielleicht später die Prinzessin heiraten. Ein Glückskind? Ein Glückskind. Bringe er mir die drei goldenen Haare des Teufels. Aber niemand ist je lebend aus der Hölle zurückgekehrt. Ein Menschenkind in der Hölle? Wieso hat dich Petrus an der Himmelspforte abgelehnt? Ich wollte zum Teufel. Bist du denn noch zu retten? Man geht doch nicht aus Jux und Dollerei in das Haus des Teufels. Ich weiß jetzt, dass ich, um das Gold herzustellen, seine drei goldenen Haare brauche. Ich bin der Teufel! Der Satan! Verzeiht, Majestät, aber mit dem Teufel legt man sie nicht ungestraft an.
Ihr seid zurückkommen! Ich befehle es! Dich segne mein Gott rein. Nein. Ja. Manche Timpete. Unsere Hütte. Hi! Butche in der See! Und hier das. Die Tapeten. Die Bilder. Die Stühle. Alles meins. Deins? Unser, natürlich. Mit der Frohe Elzebel will ich so, was ich wohl will! Ich bin nun König. Was will sie denn? Ach, Butje. Kaiser will sie werden. Geh nur hin. Sie ist es schon. Isabel. Bist du jetzt Kaiser, ja? Ja. Ich bin nun Kaiser, nun will ich auch Papst werden. Geh. Isabel. Ich muss heute noch Papst werden. Die Feierlichkeiten sind hiermit eröffnet. Ich was? Da los, wird's.